Sie haben ein Telefon und suchen Anschluss? Kein Problem. Jetzt können Sie ausgehen, ohne das Haus zu verlassen. Treffpunkt ist eine vornehme Adresse. Willkommen in der Villa. Hinter der Villa am anderen Ende der Leitung verbirgt sich ein Computer. Er hat die Geräuschkulisse einer Villa gespeichert. Es sind gerade 16 Leute in der Villa. 60 Anrufer kann er gleichzeitig bedienen. Im Prinzip geht es so. Alle mal herhören. Ernie, ohne Bert, ist gerade dazu gekommen. Damit sie sich nicht verlaufen, nimmt sie einen Hausmeister an die Hand. Auch der kommt vom Band. Unserer Villa. Geradeaus geht's in den langen Flur. Links ist die Küche, rechts der Speiseraum und ja, vorne rechts der Fahrstuhl. Damit kannst du in den Keller oder in den ersten Stock fahren. Das Telefon ist der Steuerknüppel. Draufdrücken und los geht's. Jetzt sind wir in der Küche. Hier ist gerade niemand. Oh Backe, jetzt bist du im Kühlschrank. Schnell raus hier. Hier ist das Gästezimmer. Hier ist gerade niemand. Weiter. Hier ist die Bibliothek. Jetzt sitzt du an deinem Schreibtisch. Hier kann man anderen Villa-Bewohnern akustische Briefe schreiben und den Villa-eigenen Anrufbeantworter abhören. Wir sind draußen auf der Terrasse. Hier ist gerade niemand. Nächste Station. Das ist hier der große Salon. Hier ist gerade niemand. Manchmal läuft auch niemand außer dem Gebührenzähler. Auf dem Sofa. Hier ist gerade niemand. Hier ist gerade niemand. Hier ist gerade niemand. Hier ist gerade niemand. Hey, da steht noch jemand neben dir. Endlich. Also hallo, ich bin die Isolde aus Bonn. Wir sitzen da gerade neben mir auf dem Sofa. Ha, ich bin's, der Jürgen aus Detmold. Hallo. Hallo Jürgen, wie siehst du eigentlich aus? Du bist bestimmt so ein Anzugtyp, oder? Aber ohne Krawatte. Nee, du hast bestimmt doch eher Jeans an. Du klingst gar nicht so steif. Oder hast du vielleicht doch nur einen Schlafanzug an? Das wäre jetzt schon Die Villa. Der Besucher bleibt durchschnittlich 10 Minuten in der akustischen Scheinwelt. Das macht in Wirklichkeit 13,80 Mark.